Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, sieht wieder grün aus, unser Lock hier. Ihr seht es auch selber, ich bin auch wieder grün. Das heißt, ich spiele erstmal jetzt einen CK mit. Mal sehen, ein oder zwei. Das kommt ganz drauf an, wie schnell ich mein Dunkles denn für den König zusammenbekomme. Aber gegen die Persian Rocks, da haben wir ja schon so einen kleinen Anfang gesehen. Im Miner Event haben wir 50-47 gewonnen. Schöner Clankrieg, schön auf Augenhöhe. Sowas gefällt mir auch am besten, muss ich sagen. Also lieber so ein Krieg, wo es ein bisschen spannender zugeht, als ein Krieg, ja klar, wo wir natürlich derbe das Nachsehen haben oder der Gegner so richtig das Nachsehen hat. Das macht dann auch nicht wirklich Spaß, aber wir gehen einfach mal rein in die Kämpfe hier. Und wir haben ja schon ein, zwei, drei Stück gesehen. Ich habe selber mit dem Avatar hier teilgenommen. Ich glaube, den hatten wir ja, glaube ich, gesehen. Und wir fangen ganz, ganz unten an bei Popi. Typische 9er bzw. 8-5er Base hier. Überhaupt kein Thema für unsere Jungs, denke ich mal. Das kann man an der Stelle fast schon so sagen. Da ist der Popi jetzt auch schon, ja, ich will nicht sagen erfahren, aber ist auch nicht sein einziger Account. Also auch er hat hier einen Zweitaccount im Clan und auch ein RH9, also RH9 Erfahrung. Daran mangelt es hier im Moment so ein bisschen. Also wir werden weniger RH9er mit Masse oder sehr, sehr viel, doch jetzt 10 und 11. Und wir haben noch 1, 2, 3 Plätze zu vergeben. Also wenn ihr über 18 Jahre alt seid und hier bei uns einfach mal ein CK mitrocken möchtet, dann was soll ich sagen, bewerben muss man sich nicht, man muss einfach nur joinen. Ob man dann angenommen wird, das hängt dann ganz vom RH ab, vom Zustand. Also wir gucken auch gerne, also ich gucke sowieso gerne auf ganz, ganz andere Sachen noch, teilweise bei den Leuten. Ich sag mal, ich nenne mal immer so ein paar Stichworte: Spenden und CK-Siege, Dorfaussehen und so weiter. Aber bisher haben wir da nie oder sehr selten mit falsch gelegen und haben jetzt, glaube ich, auch ein RH9 im unteren Bereich vor allen Dingen wieder gewinnen können erstmal. Also erstmal ist er dabei. Ob es dann dabei bleibt, das wissen wir noch nicht. Das sehen wir dann sicherlich. Aber wir schmeißen hier keinen raus, weil er unfähig ist, Angriffe zu machen oder so. Das machen wir nicht. Also hier bleibt auch jeder. Jeder kann hier trainieren bis zum Umfallen und kann dementsprechend üben und auch CKs mit uns mitspielen, während wir hier, ich muss gerade gucken, wer es ist, der Hater, ist schon eher 10, ja, die Base, ich habe die mit Avatar mit 97% gemacht, mir fehlte die Zeit, Def war durch, und aber mir fehlten am Ende so ein paar Sekunden, ich glaube drei Gebäudchen standen hier noch, und da hatte ich doch ein bisschen wenig Lava-Welpen dann später bzw. am Ende in der Base. Und ja, war ein knappes Ding von mir. Aber wir sehen gleich einen schönen, glaube ich, auch noch vom Avatar auf sein Gegenüber. Den hatte ich, glaube ich, angekündigt, dass ich den mache. Denn 16 auf 16 war das ja. Ich hatte auch in etwa gesagt, wie ich mir das gedacht habe. Und genauso habe ich es auch gemacht. War auch ganz in Ordnung, denke ich mal. Aber der Hater ist einer, der wartet richtig lange hier mit seinen Loons. Hat jetzt eine La hier geschafft. Und der Golem tankt jetzt allerdings richtig krass in der Mitte. Ah, zerplatzt jetzt leider, aber die Queen schafft noch die La. Jo, die Queen schafft noch die La. Das heißt, die Hunde können gleich auf andere Las fliegen. Das ist natürlich super. Kann die Queen jetzt gerade so noch zünden. Und dann wird die jetzt gleich auch, denke ich mal, nicht mehr so weit kommen, dass die da hinten ist noch die Gegner-Queen. Ja, das war bei meinem Angriff hier auch
auch zuerst, habe ich gedacht, das Problem. Ich bin nämlich genauso auch reingekommen wie der Hater hier. Aber am Ende haben es die Lava-Welpen gemacht, beziehungsweise jetzt machen es hier die Loons, weil die Queen genau am Dev-Gebäude stand. Und wenn dann hier so 4, 5, 6 Loons mal eben ihre Päckchen fallen lassen, dann ist natürlich auch so eine Queen durch den Flächenschaden-Geschichte. Also auch darauf kann man natürlich hier spekulieren. Und jetzt ist hier allerdings nur noch punktualer Schaden, der dem Bogenschützenturm und auch dem Tesla zugefügt wird. Also das schaffen die Loons in jedem Fall. Dafür sind es einfach zu viel. Der kann ja jetzt nur noch auf einen Loon schießen. Und dann waren das hier schöne 3 Sterne. Ja, das sieht gut aus. Ich habe es nicht vergessen. Leute, vielen Dank für 200 Abonnenten. Ich habe es ja zu Anfang auch eingeblendet. Ja, dafür nochmal ein Dankeschön. Hätte ich gar nicht gedacht in der kurzen Zeit, dass so viele Leute eigentlich meine kleinen, schmal budgetierten Videos hier gucken. Und das freut mich natürlich umso mehr, wenn das die Leute machen und auch immer mal wieder einen Kommentar oder ein Feedback unter den Videos lassen. Das würde mich noch viel, viel mehr freuen. Also ich glaube auch an meinen Beiträgen, die ich dann immer zurückschreibe, vermehrt manchmal mit natürlich starkem Zeitversatz, weil gerade in der Woche komme ich da erst nur abends zu, dass ich mal so ein bisschen was dazu schreiben kann. Aber in der Regel habe ich immer die Zeit, um jedem ein Dankeschön entgegenzubringen oder wenn es eine Frage ist, auch die Frage zu beantworten oder was auch immer. Aber hier sehen wir den Golaloon von mir und komme hier eigentlich genau, wie ich mir das gedacht habe, in die Base rein. Ging jetzt mit in die Mitte und den kann ich allerdings nicht mehr zünden, den habe ich schon gezündet. Aber Queen schafft hier locker mit dem Killsquad 2 Lars und ich habe die Hunde dann auch wieder 2 auf eine Lage setzt, weil die erstmal schön weiterfliegen können dann danach. Denn hier standen die beiden Lars, die überblieben, ja schön weit weg, so dass die Hunde nicht von beiden Lars Beschuss bekamen. Jetzt haben wir zwar noch so ein bisschen was aus der Luft da. Ich glaube, der geht mir nicht mehr auf, der Lava-Hund. Der ist mir leider nicht mehr aufgegangen. Ja, so mussten das hier die Loons mit ihrem Flächenschaden reißen. Und aber schön gemacht hier vom Avatar auf sein Gegenüber, auf die Nummer 16. Ja, ich hatte ja schon gesagt, das Design hier ist eigentlich eine typische Farmbase. Also die trifft man auch, wenn man normal hier im RH9-Bereich so ein bisschen rumfarmt. Und dann werden das da zwar in der Regel 2 Sterne, aber zum Abfarmen reicht es dann. Hier auch der Patrick mit einem Packerwalk und Heilern im Gepäck. 3 Heiler, ja, da hat er ein paar Magier mehr. Auch das hatte ich schon mal gesagt. Ich nehme mir mal 2 Magier mit, dafür lieber noch 1 Heiler mehr, also 4 Heiler an der Stelle. Aber die sollen gar nicht das Heil hier bringen, sondern hier schön die Helden wegmachen, damit er dann mit seinem eigentlichen Hox kommen kann als Finish für den Rest der Base. Die Päcker gehen hier aber noch gut durch in Heilung. Und jetzt hat er noch 2 Heilzauber, 1 Giftzauber. Mal gucken, ob er den braucht. Für eventuell kleine nervende Skelette. Halt jetzt schon mal die Hox das erste Mal da hinten durch. Ja, das sieht gut aus. In der Mitte sind nur alle 3 Packers am Leben. 2 kriegen noch richtig fett Heilung. Der King auch noch voll da. Die Queen macht da irgendwas. Ah, die Queen macht das Rathaus. Okay, wunderbar. Ja, sieht gut aus. Ja, um nochmal auf die 200 Abos zu kommen. Irgendwann hatte ich mal gesagt, ja, wenn ich 200 habe, dann mache ich mal wieder einen Livestream. Ja, werde ich machen, aber allerdings erst im Mai. Und dann werde ich das sicherlich wieder so koordinieren, dass es dass wir dort wieder einen Clankrieg haben. Ich fand das eigentlich letztes Mal ganz nett, muss ich sagen. Das war, ich glaube, das war ein Freitag oder ein Mittwochabend. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Je nachdem, wie wir ja auch spielen. Also kann es schon sein, dass das ein Livestream wird, der einfach mal mitten in der Woche kommt. Und wenn ich ihn denn am Wochenende bringe, also an einem Samstag oder an einem Sonntag, dann wird er sicherlich in den nicht ganz so späten Abendstunden liegen, denn dann laufen unsere Kriege aus. Also samstags wäre auch suboptimal, weil dort bei uns die Clankriege dann ja erst anfangen abends. Und je nachdem, wann wir die starten, kann das so spät werden wie letztes Mal. Da war es dann eigentlich sehr spät, wo der anfing. Ich glaube, 8:30 habe ich gestartet und 11 Uhr habe ich aufgehört.
Das ist eigentlich so eine gute Zeit, um hier ein bisschen was mitzunehmen, um nicht die ganze Zeit irgendwelches Farmgedönsel zu sehen oder so. Also ich finde, CK ist an der Stelle schon genau das Richtige und geht mal ein kleines bisschen weiter nach oben jetzt schon auf RH11, auf RH10 hier der Hocke. Okay, ich sehe gerade aktuelle Nachrichten hier auf meinem Tablet. In Frankreich waren, glaube ich, Wahlen. Das ist ja auch ein kleines Drama. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Die Politik soll hier nicht stören. Auch hier gibt es natürlich leichtes Geflüster wieder in der Clash of Clans Community. Was denn im kommenden Update kommt, Entschuldigung, ich mache das Tablet jetzt mal aus. Denn die Supercell hat angekündigt, dass es ein großes Update geben wird. Und von vielen Seiten munkelt man ja jetzt schon, es kommt dies, es kommt das. Ein bisschen wird auch schon geleakt, glaube ich. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Ich strecke meine Fühler da natürlich auch aus. Aber ich habe auch nur so von 2-3 Seiten so ein bisschen was gehört, was aber überhaupt nicht spruchreif ist. Deswegen will ich einfach nicht von sprechen. Also im Moment ist das noch so ein bisschen so Dorfgeflüster und so ein bisschen stille Post. Was wird denn kommen? Aber das, was kommt, ist ganz sicher und angeblich wieder mal das größte Update aller Zeiten. Das hatten wir letztes Mal schon. Das größte Update aller Zeiten. Also jetzt kommt nochmal das super, super größte Update aller Zeiten, oder wie? Ah, mal gucken. Das wird sicherlich eine coole Sache. Ich hoffe, dass viele Rathausstufen davon profitieren können, also auch mal, ja, jetzt nicht ganz die unteren, so 3 und 4, da ist man ja doch ein bisschen zu schnell rüber weg. Aber vielleicht so ab Rathaus Level 7, 8, da kann man sicherlich mal wieder ein bisschen was machen. Und nicht, dass hier irgendwas fehlt oder dass einem langweilig ist, aber so ein bisschen Content-Nachschub für genau diese Ranges, irgendwas Neues, eine neue Truppe oder neues Item, was dem Clankrieg zugute kommt, oder von mir aus auch so Geschichten, dass man vielleicht Gold und Elex tauschen kann bei irgendeinem Tauschhändler oder sowas. Wenn man also zu viel Schwarzes hat oder zu viel Dunkles und kann es zum Zeitpunkt nicht wirklich ausgeben, dass man es dann bei irgendeinem Händler tauschen kann gegen das, was man gerade braucht, Gold oder Elex. Sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Gegen Juwelen jetzt nicht wirklich, das wird Supercell wohl nicht machen, aber da wollen die ja immer noch ein bisschen Geld verdienen, dass man hier denn doch die Juwelen kauft, oder wie meiner, wenn schöne 30 Juwelen wieder einheimst, das summiert sich dann ja doch, wenn man eigentlich nichts ausgibt oder sehr wenig ausgibt, ab und zu vielleicht mal einen Schub einlegt oder so, dann finde ich das schon in Ordnung. Also irgend sowas können sie von mir aus auch hier reinbringen. Alles andere, weiß ich nicht, finde ich eigentlich ganz gut. Ich wüsste jetzt nicht, welche Truppe hier genervt werden sollte. Es ist, finde ich, im Moment ja, relativ ausgeglichen. Ich meine, die Luftangriffe hier sind schon stark, muss man sagen. Und auch der Queen Walk ist nach wie vor echt eine starke Waffe. Oh, Entschuldigung, ich musste gerade mal durchräuspern. Und trinke aber gleich mal was. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht da in der kleinen Richtung mal was machen werden. Mal gucken. Weil das ist doch schon, wenn man es dann so gut kann wie der Gara hier, dann ist das immer ein schöner 3-Stern. Gar keine Frage. War RH10 hier auf RH10. Und gutes Ding hier. Auch im oberen Bereich haben wir nichts anbrennen lassen. Also ich glaube, wir hatten dieses Mal bis auf 1-2 fast keine Fails dabei. Das ist natürlich auch klasse. Und haben ja auch taktisch wieder gut agiert. Also wirklich weit bis nochmal Hocke. Ich kann nicht immer Hocke zeigen, nur weil der hier ewig 3 Sterne holt. deswegen zeige ich jetzt auch mal Mojo. Wäre auch Blödsinn. Aber hier RA11 auf RA11. Vom Mojo schöner Kampf, hier habe ich live mitgekriegt. War ich noch unterwegs heute Nachmittag und hab mal ein wenig mit der Actioncam aufgenommen, einfach nur so ein bisschen Video mit der Familie, was ich aber nur mal so ein bisschen so für uns zusammenschneide,
Ist vielleicht ganz witzig. Ist auch gar nicht so viel Action drin. War nicht ein schöner, lessons-fairer Spaziergang, den wir gemacht haben. Und schöne Gegend hier. Im Moment noch ein bisschen frisch. Also auch heute war es nicht gerade warm, auch wenn die Sonne hier zwar geschienen hat, aber bei 10 Grad reißt die natürlich auch nicht viel. Und so haben wir einen schönen, netten Spaziergang gemacht durch ein ehemaliges Gelände der, ich komme jetzt gar nicht drauf, was das für ein Gelände ist. Wie hieß das denn nochmal? Bei der Expo, genau. Bei der Expo ein Gelände hier, was dafür mal extra angelegt wurde und hier immer noch großen Zuschauerzulauf hatte. Also die Attraktion ist natürlich noch da. Und das Ganze startet aber erst im Mai wieder mit Kletterwänden und irgendwelchen riesengroßen Wasserspielgärten. Also macht schon Bock da. Auch als Erwachsener. Oh, da hat es gerade wieder ein bisschen gezuckt. Ah, das stört mich immer. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich das hinordnen soll. Aber das kriege ich noch raus. Jetzt war das wieder gerade. Ich mache mal eben etwas, dass das aufhört. So, das Ding ist weg. Und ich glaube, also irgendwas stört da. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, was es ist. Also es stört mich. Und ich denke mal, es stört euch auch. Ja, ein paar knappere Kämpfe. Wollen wir mal gerade gucken, wie knapp die hier eigentlich waren hier oben. Vom Daywalker. Der hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja, das haben wir auch schon besser gesehen. Und aber ich glaube, Daywalker wollte hier zumindest die 2 Sterne mit über die Bühne retten. Ist auch schon eine ziemlich starke Base, muss man sagen. Und hier so ein Dreier reinzuholen, ist sicherlich auch für so eine Truppe schon eine knackige Sache. Deswegen hat er sich wahrscheinlich hier ganz bewusst für die Masse an Drachen entschieden. Und so ein paar Loons noch mit im Gepäck. Also ist schon... Ja klar, hier unten das Rathaus. Ja, 1 Stern. Ja, kann man ja fast sagen. Und den holt man fast sogar als RH8 hier raus mit vielen, vielen Walküren und ganz, ganz viel Heil, weil hier kein Inferno das Rathaus abdeckt. Und aber ist eine typische Anti-3-Sterne-Base, auch hier im RH11-Bereich ist das ja nicht mehr üblich, dass man nicht mehr gedreiert wird. Also jeder kann auch damit rechnen, dass er sich auch mal von einem RH11 auf RH11-3 einfängt. Wenn das ein guter Angreifer ist, der Daywalker ist hier ein guter Angreifer. Aber ich denke mal, es waren hier, ihm waren 2 sichere Sterne hier, sicherer als von der anderen Seite hier auf 3 Sterne zu gehen, in seinem Fall. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Er kommt hier jetzt noch mit den Helden links, um da so ein paar Prozente noch zu machen. Kann jetzt sogar nochmal... den Adler hat er da gefriest, hätte vielleicht ein Sekündchen warten können, während sich Teslas auch noch gewollt, aber beide Devs kommen sowieso der Queen nicht mehr zu nahe. Und das waren schöne 2 Sterne, ja, das ist, geht vollkommen in Ordnung. Und auch hier im oberen Bereich brannte diesmal nichts an. Oh, 91% Max, was ist das? Was ist das denn? Okay, das ist meine Base etwas modifiziert. Hätte ich fast gesagt, und noch etwas breiter gezogen. RR11 hat ja auch noch ein paar Mauern mehr, also meine sieht ein bisschen schlanker aus. Aber ist so im oberen Teil fast identisch. Und aber er hat ja hier auch 4 X-Bögen, also das kann man schon ein bisschen besser verteilen als bei mir. Aber 91%, das geht natürlich gar nicht, Max. Entweder machen wir hier richtig 3 oder wir machen hier einen richtigen Verkacker. Aber 91%, nein, ist natürlich top. Gar keine Frage. Schöne Ringbase hier. Da ist der Max auch erfahren. Der Max jetzt übrigens nicht mehr mit keiner Ausrede mehr. 45er Heldenpärchen, 20er Warden und Truppen auch, glaube ich, alle mittlerweile Max. Ich weiß nicht, vielleicht ist da die eine oder andere Truppe noch dabei, die auch der Max noch nicht hat. Aber er hat hier jetzt schon mal die Klamburg rausgelockt. War es denn die Klamburg? Ja, ich glaube, es war die Klamburg. Ne? Ich habe jetzt mal eben woanders hingeguckt, nämlich auf das Aufnahmebild, ob es da noch zuckt. Da kommen noch 2 Lakis raus. Okay. Die hat der Warden jetzt gerade gemacht und Queen nimmt sich jetzt aber schön das Rathaus vor, kommt jetzt noch hier mit allen Walküren rein. Boah, die entkehren die Mitte nochmal richtig krass, laufen jetzt einmal rum zur Gegner-Queen. Zack, zack. Und, ich bin hier auf zweifach. Den können wir uns auch noch
langsamer angucken, um die 91% auch richtig schön zu genießen. Jo, das sieht gut aus. Ja, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, was ich noch so in den Livestream einbauen kann, ich nehme es dann natürlich so, wie es kommt. Ich erwarte da sicherlich keine 200 bis 300 Zuschauer. Aber für die, die da bin, für die da sind, werde ich sicherlich irgendwas Spezielles machen. Werde vielleicht auch den einen oder anderen Dorfbesuch mit einlegen oder auch natürlich werde ich auch ein bisschen farmen. Ja, das bleibt nicht aus, dass ich dann auch ein bisschen aktiv bin. Aber wenn wir ein CK mit reinkriegen, wäre das umso schöner. Ich gucke mal, wie das klappt. Aber wie gesagt, erst ab Mai. Da passt mir es nämlich persönlich am besten im April. Da wird mir das jetzt ein bisschen zu eng, weil doch mein Terminkalender tagsüber sehr, sehr eng ist hier. Und im Mai sieht das ein bisschen entspannter aus. Da habe ich, glaube ich, sogar mal eine Woche Urlaub, aber ein schöner CK hier gewesen. Und das bringt uns wieder ganz gut in die Spur zurück hier. Ja, ist grün, ein verloren, ein grün, ein verloren, viele Grüne, das sieht gut aus. Wir sind aktuell wieder im 9CK. Da muss ich jetzt aber mal gucken, wie das aussieht. 12 auf 11, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wie viel 7er haben wir hier? 7 7er. Und auf der anderen Seite sind das 9 7er. Okay, das kann man verkraften. Ja, das sieht ganz gut aus. Die 11er sind ja allerdings echte 11er, so wie ich das sehe. Jo, die haben hier einen Adler. Okay. Und auch ja, ganz gute Truppen. Gucken wir uns mal den hier an. Der hat ja, durchschnittliche Truppen. Ich schaue mal gerade, wo ich mit meinen Chars gesetzt bin. Dann kann ich das ein bisschen überfliegen. Ich glaube, mit Thorsten bin ich 10. Mal schauen, wie mein Gegenüber so aussieht. Ja, ja ganz gut. Ja, ist eine 10er Base, würde ich sagen. Und wie sieht es da bei ihm mit Truppen aus? Ja, das sieht auch gut aus. Ja, sieht gut aus. Das passt. Gute Augenhöhe, also 10 auf 10. Mal gucken. Und ich bin ja mit zwei weiteren Chars hier noch mit drin. Alex und Donner. Wo waren die jetzt gerade? 16, 17. Da muss ich auch mal reingucken. 16, 17 hier beim 16 ist Assassin. Okay, das ist ja, das ist ein 9er mit, wundert mich ein bisschen, mit so kleinen Air Defenses und Helden sind auch noch nicht so stark. Okay, keine Ahnung, vielleicht gerade erst 9 geworden. Truppen auch noch nicht ganz so gut. Okay, und 17 gucken wir uns auch mal an. Oh, kleine X-Bogen, noch 8er Def hier teilweise. Ja, das sieht gut aus. Da können die beiden vielleicht nach oben gehen, weil wir dann von unten nach oben. Oh. Ah, was ist das denn? Ah, ja, 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 okay. Ja, wir haben hier unten natürlich nur 9er. Und einer von den 9ern hier muss ich dann leider auf diese beiden Bases hier stürzen. Aber wir haben hier noch einen 10er dazwischen. Gucken wir mal, ob der so 240 Truppen hat. Und richtig was am Start. Jo. Okay. Ja, das ist nicht gewonnen, ne? Also, oh, das sind die einzigen beiden 9er hier. Oh, oh, oh. Naja, okay. Ist nicht so tragisch. Okay, dann sind 10er, 10er. Ich denke mal, diesmal müssen wir alle ein bisschen höher gehen hier. Mal sehen, was der Gegner auf dem Kasten hat. 156 Siege. Okay, er hat auch einen Windstrike von 1. Den haben wir jetzt auch wieder. 239 gewonnene Clankriege. 240 ist natürlich schon knackig, 215 machen wir mal Fass auf. Und dann sind wir jetzt auch am Ende der Folge, die schon wieder ein bisschen länger geworden ist. Im Dorf bei mir gibt es eigentlich nichts zu sagen. Nach dem Miner-Event sind mir die Miner immer noch ans Herz gewachsen, weil das Miner-Event ist ja noch nicht um, dauert noch 11 Stunden. Und solange wie es sie so billig gibt, fahre ich da auch mal mit. Ich bin jetzt schon in Kristall 1, da bin ich allerdings reingedefft. Also da habe ich, ja, so ein bisschen habe ich natürlich auch getan, das seht ihr hier. Ja, immer schön ein bisschen was Dunkles mitgenommen. Hier auch mal ein bisschen mehr. Und da bin ich zuversichtlich, dass im Laufe der Woche mein King auf jeden Fall hochgeht. Und auch in einem Tag wird mein erster X-Bogen fertig, also genau in 24 Stunden. Und hier in 2 Stunden 53 mein Babydrachen. Den mache ich weiter. Denke ich mal, ich werde zwar kurz meinem Clan fragen, was soll ich leveln, aber ich denke mal, ich habe die 7 Mille für den Babydrachen zusammen. Und dem werde ich weitermachen. Wenn euch das Video gefallen hat, auch mit meinen Danksagungen an die 200 Abonnenten und der Ankündigung an den Livestream, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Wir sehen uns die Tage. Euer Toto.
Sehr schön.